Willkommen im sonnigen Kalifornien. In Los Angeles, um genau zu sein. Knappe Bikinis, durchtrainierte Körper, der Glitzer Hollywoods. All das und mehr medial verbreitete Bilder rufen sich der geneigten Hörerschaft in diesem Moment unweigerlich vor das geistige Auge. Aber die Stadt der Engel hält mindestens genauso viele dunkle Geheimnisse bereit. Kaum ein Mensch hat es je erlebt oder hat lange genug überlebt, um davon berichten zu können. Aber hinter der bekannten glamourösen Fassade sowie den weltlichen Schattenseiten wie Gangkriminalität und Korruption tummeln sich in der Metropole ebenso die düstersten Entitäten der Zwischenwelt. Das werdet ihr schon bald erfahren. Ein ehemaliger Cop und sein Assistent kämpfen gegen das Übernatürliche. Und hier ist er. Eric Iscariot! Wir schreiben den... Das Datum spielt in dieser Folge nun wirklich keine Rolle. Naja, auf jeden Fall war es eine laue Sommernacht über Santa Monica und wir sehen, wie der Namensgeber unserer Geschichte nach dem Genuss einiger Gerstensäfte zu viel durch eine enge, dreckige Gasse torkelte. Aus der Vogelperspektive natürlich, das sorgt für eine spannendere Atmosphäre. Der ehemalige Cop und nun eher semi-erfolgreiche Privatdetektiv Eric Iscariot kam gerade aus seiner Lieblingsbar, dem Anchor Bay Inn, das er vor allem deshalb so mochte, weil es seinem Apartment am nächsten lag. Auf seinem Heimweg überkam den latent alkoholisierten Enddreißiger verständlicherweise ein gewisser Heißhunger, dem er alsbald Einhalt gebieten wollte. Puh, das letzte Bierchen war schlecht. So viel ist sicher. Naja, noch zwei Blocks, dann wird unkontrolliert Fastfood gefuttert und selig geschlafen. Leo wird die Detektei schon aufschließen. Und wenn er als erstes da ist, kann ich ihn direkt dafür verantwortlich machen, dass keine Aufträge reingekommen sind. Was zur Hölle? Das kam von da vorne. Was ist denn da los? Da greift irgendein Drecksack eine Frau an. Hey, versuch's mal mit mir, du feiger Penner. Bleib stehen, dir poliere ich die Schnauze. Verdammt, zu spät. Hey, Lady, geht's Ihnen gut? Hey, hallo. Erstmal in die stabile Seitenlage bringen. So, da läuft Blut aus ihrem Ohr. Sie ist völlig leblos und total bleich, aber sie hat noch Puls. Puh, ab ins St. Paul Hospital mit dir, Lady. Wo ist denn mein Handy? Na, da. Mach schon. Hallo? Hier wurde eine Frau angegriffen. Mir geht's überhaupt nicht gut. Ich bin in der... Moment. Grove Street, um die Ecke vom Anchor Bay Inn in Santa Monica. Kommen Sie schnell, sie sieht gar nicht gut aus. Lady, jetzt nur nicht noch schlapper machen, okay? Der Krankenwagen ist gleich da. Schön bei mir bleiben, ja? Nachdem Eric Iscariot die schwerledierte Marisol Consuela Sanchez Rodriguez Rodriguez den Sanitätern übergeben und auch den gleichzeitig eingetroffenen Streifenpolizisten geschildert hatte, was passiert war, konnte der Detektiv nicht mehr ans Essen denken. Sein Rausch und damit auch sein Heißhunger waren durch das Adrenalin und die Aufregung gänzlich verschwunden. Und so fiel der hagere, stets etwas kränklich aussehende Held unserer Geschichte viel zu spät in das unordentliche Bett in seiner noch unordentlicheren Wohnung. Am nächsten Tag, morgen konnte man das nicht mehr nennen, wurde Eric vom lieblichen Klang seines uralten Handys geweckt. Es klingelte seit bestimmt 10 Minuten immer und immer wieder,
bis er endlich begriffen hatte, dass es nicht der Wecker, sondern sein Klingelton war. Verkatert griff er nach dem elektronischen Störenfried. Am anderen Ende meldete sich Leo Bernstein, sein Assistent, der offenbar schon länger in Erics Detektei auf diesen wartete. Verdammt, hab ich einen Schädel. Was will denn Leo jetzt von mir? Dieser Typ, wirklich. Leo, warum zur Hölle klingelst du hier Sturm? Bin ich die Fernsehlotterie oder was? Oh, Eric, na endlich. Ich habe mir schon Sorgen um dich gemacht. Wo bleibst du denn? Es ist 2 Uhr am Nachmittag. Oh, ich hatte eine verdammt harte Nacht. Erzähl ich dir später. Was ist denn so dringend, Herrgott, nochmal? Ja, davon hörte ich bereits. Captain Westwood ist hier und will dich sprechen. Es geht um die vergangene Nacht. Westwood? Oh Mann, auf den alten Miesepeter habe ich ja jetzt so richtig Lust. Eric, bitte beeil dich. Der Mann macht mir langsam Angst. Und er hat sich auch schon über meine Firmenanstecker lustig gemacht. Das ist natürlich die größte Sorge. Aber ja, ist in Ordnung. Ich komme sofort. Sorg du mal dafür, dass er sich nicht zu wohl fühlt, ja? Eric erledigte schnellstmöglich die katzigste Wäsche aller Zeiten, warf sich in ein frisches schwarzes Shirt, gönnte sich eine Dusche aus der Dose und begab sich in seinem auf dem letzten Loch pfeifenden Fiat Uno auf den Weg zu seiner Detektei am Hollywood Boulevard. Als er den zu 3/4 klinisch toten europäischen Oldtimer auf dem Bürgersteig direkt vor Iscariot & Sons Private Investigators parkte, erblickte er durch die getrübte Fensterfront bereits seinen ehemaligen Chef. Der Captain und Eric hegten nichts als Abneigung füreinander. Jeremiah Westwood war ein gestandener Mann Mitte 50 mit einem in Stein gemeißelten Gesicht. Sein einziger Schwachpunkt war sein akuter Reizdarm, der ihn zu den zufälligsten Momenten dazu zwang, schnellstmöglich ein stilles Örtchen aufzusuchen. Er war selten zu Scherzen aufgelegt und nahm sich und seine Rolle sehr ernst. Dass Eric die Rechte und Pflichten eines Polizisten während seiner Zeit beim LAPD etwas, sagen wir einmal, lax ausgelegt hatte, veranlasste Westwood vor einigen Jahren dazu, diesen unehrenhaft aus dem Polizeidienst zu entlassen. Seitdem war das ohnehin schon angespannte Verhältnis der beiden irreparabel beschädigt. Der Captain lehnte genervt an einem der mit Akten vollgepackten Tische des winzigen Büros, in dem man der schlechten Isolierung wegen immer das Treiben auf der Straße hören konnte. Er beäugte herablassend das mittlerweile bereits vergilbte, vorübergehend außer Betriebsschild an der Toilettentür der Detektei. Westwood ließ sich dabei nicht von Erics kleinem, untersetzten Assistenten Leo ablenken, der wie immer eines seiner knallbunten Hawaii-Hemden trug und vor Nervosität wie ein bunter Flummi in dem vollgemüllten Raum umherhuschte. Wie ein sehr behaarter, bunter Flummi allerdings. Ach, wenn ich den schon sehe, naja. Hilft nichts. Auf in den Kampf. Ah, Captain. Welch unerwarteter Besuch. Darf ich Ihnen ein extra großes Glas Milch mit ganz viel Zucker anbieten oder möchten Sie erstmal auf unserem Porzellanthron Platz nehmen? Moment, der ist leider außer Betrieb. Aber sollten wir nicht besser gleich zur Sache kommen? Sie haben ja sicher noch den einen oder anderen Kollegen zu suspendieren, oder? Eric! Unverschämt und respektlos wie immer. Was ist Garriott? Sie wissen ganz genau, dass ich mit meiner gesundheitlichen Verfassung sicher keine Milchprodukte oder Zucker zu mir nehmen kann. Aber ich will Ihnen Ihren Kurzmoment nicht nehmen. Sie können sich vorstellen, dass es mir ein ebenso großes Vergnügen bereitet, hier zu sein wie Ihnen. Da haben Sie den Nagel ja auf den Kopf getroffen, Captain. Und Sie wissen ja, wo der Maurer ein Loch in der Wand gelassen hat. Glauben Sie mir, wenn ich sage, dass ich Sie lieber bis an Ihr Lebensende Mülltonnen leeren sehen würde, als Sie jetzt um Ihre Mitarbeit bitten zu müssen. Aber die Umstände lassen mir keine andere Wahl. Ja, und Sie können mir glauben, ich würde nichts lieber tun, als mein Leben lang Mülltonnen auf dem peinlich genau gestutzten Rasen Ihres Vorgartens auszuleeren, als auch nur ein Wort mit Ihnen zu wechseln. Sie wissen nur zu gut, warum ich getan habe, was ich getan habe, Westwood. Aber Sie können einfach nicht aus Ihrer Haut, oder? Eric,
Darum geht's doch jetzt überhaupt nicht. Ja, du hast ja recht, Leo. Egal. Halten wir uns nicht länger als nötig mit weiteren Nettigkeiten auf, okay? Worum geht es? Was wollen Sie von uns? Genau genommen will ich nur etwas von Ihnen, Iscariot. Die Kollegen haben mir bereits berichtet, was heute Nacht geschehen ist. Aber ich wollte noch einmal mit Ihnen als Zeuge konkret darüber sprechen. Dies ist bereits der dritte Fall dieser Art, der in den letzten Tagen passiert ist. Und wir hegen den konkreten Verdacht, es mit einem Serientäter zu tun zu haben. Als ehemaliger Polizist und, Detektiv, sollten Ihre Sinne ja dauerhaft geschärft sein. Und vielleicht ist Ihnen noch etwas ein- oder aufgefallen, was für uns von Bedeutung sein könnte. Lassen Sie mich kurz genießen, dass euer Hochwohlgeboren Captain Jeremiah Westwood mich, Eric Iscariot, den gefallenen Engel, um Hilfe bittet. Dass ich das noch erleben darf, ein wahrlich erhabenes Gefühl. Lassen Sie sich nicht so viel Zeit, Iscariot. Schon okay. Ich werde davon zehren. Jetzt pack schon aus, Eric. Ich würde auch langsam gerne mal wissen, worum es überhaupt genau geht. Eric erzählte seinem ehemaligen Vorgesetzten und auch seinem aufgekratzten Assistenten im Detail, was in der vergangenen Nacht passiert war. Da er während seiner bunt ausgeschmückten Ausführungen in dem viel zu kleinen Büro überschwänglich gestikulierend herumflanierte, bemerkte Eric zunächst nicht, wie Westwood eine Akte hervorzog, die er zuvor unter seinem Sakko verstaut hatte und darin immer wieder Notizen machte und diese miteinander verglich, wobei er wenig unauffällig versuchte, sie Erics Augen zu entziehen. Er schien dabei jedoch Leo komplett außer Acht zu lassen, der den einen oder anderen ausführlichen Blick auf die Bilder darin erhaschen konnte. Danke für Ihre Aussage, Iscariot. Leider hilft uns das auch nicht sonderlich weiter. Wie bei Ihnen hat auch sonst niemand etwas gesehen und die Opfer benehmen sich seit den Vorfällen völlig weltfremd. Wie Sie sehen, sind selbst wir vom LAPD etwas ratlos. Na gut, das ist ja jetzt nun auch nicht unbedingt etwas Neues. Mehr kann ich Ihnen aber beim besten Willen nicht geben, Westwood. Wenn das also alles war, möchte ich Sie in aller Freundlichkeit und mit extra Sahne und einer Kirsche obendrauf bitten, unser Büro nun postwendend zu verlassen. Darum müssen Sie mich nicht bitten, Iscariot. Räumen Sie hier doch mal auf und, Herrgott, tun Sie etwas für Ihre Gesundheit. Sie sehen ja aus wie ein Gespenst. Aber ja, ich gehe. Und damit eines klar ist, wenn Sie etwas herausfinden, kontaktieren Sie umgehend das LAPD. Keine Alleingänge, klar? Sie sind kein Polizist mehr. Haben Sie mich verstanden? Aber selbstverständlich, Captain, oh mein Captain. Die Tür lässt sich übrigens hervorragend von außen schließen. Auf Wiedersaurier, San Francisco, ciao Kakao, bis Denver. Raus jetzt! Kaum war Captain Westwood, der sich verdächtig schnell und im Stechschritt auf eines der Dixie-Klos auf der gegenüberliegenden Baustelle zubewegte, aus der Tür, ließ sich Eric in seinen alten Bürostuhl fallen, der unter ihm bedrohlich knarzte. Genervt blickte er an die von Wasserflecken übersäte Decke des Büros. Mann, oh Mann, was für ein Arschloch. Ja, das war wirklich unangenehm. Und Junge, Junge, ihr beide solltet euch besser niemals nachts in einer dunklen Gasse begegnen. Ich dachte bisher nach deinen Erzählungen, dass diese Abneigung einseitig wäre. Aber scheinbar beruht es auf Gegenseitigkeit, so wie der Captain sich gerade aufgeführt hat. Unser lieber Reizgendarm. Derselbe Wichtigtuer wie immer. Er soll mit seinen analen Explosionen schön fernbleiben. Allerdings hat er uns auch nur wenige neue Hinweise gegeben. Aber immerhin wissen wir jetzt, dass es sich nicht um einen Einzelfall handelt. Und wir kennen die Fallnummer. Was? Er hatte eine Akte dabei und schien sehr bemüht, sie vor dir zu verbergen. Mich hat er dabei allerdings total vergessen, sodass ich einen guten Blick drauf werfen und neben einigen Bildern von drei Frauen auch die Fallnummer erkennen konnte. Aha. Eine komische Zahlen-Buchstaben-Kombination. V4M? Bindestrich. Und dann kam ein P-Bindestrich und geendet hat sie auf 1R. Das weiß ich noch ganz genau.
Nicht schlecht, Leo. So viel Beobachtungsgabe hätte ich dir kleinem Furby mit deinen Glubschäuglern gar nicht zugetraut. Ich bitte dich, meine Auffassungsgabe ist hervorragend. Ich habe 120% Sehkraft. Auf beiden Augen. Schon gut, du Superschnüffler. Aber das ist dann wirklich ein guter Hinweis. Damit gehen wir direkt zu Bobby und schauen, ob sie uns helfen kann. Wenn wir die Namen und Adressen der drei bisherigen Opfer herausfinden, können wir auf eigene Faust ermitteln. Tja, super Idee. Sie kann uns mit der Nummer sicher weiterhelfen. Aber, du, Eric? Was denn, Leo? Das, ist kein offizieller Auftrag. Und das bedeutet, egal wie die Geschichte ausgeht, wir bekommen kein Geld. Nicht mal eine Aufwandsentschädigung. Weißt du was, Leo? Das ist mir tatsächlich vollkommen egal. Wenn ich Westwood wie den letzten Trottel dastehen lassen kann, ist mir das Lohn genug. Und außerdem geht es hier um... Ja, Menschenleben, ich weiß. Du unverbesserlicher Tollwäter, Wohltäter. Genau so sieht's aus. Während Eric sich wieder in seinem leidend knirschenden Bürostuhl nach hinten lehnte, wählte er die Nummer ihres Kontaktes beim LAPD, seiner ehemaligen Kollegin Roberta Bobby McQueen. Wie immer war die taffe schwarze Frau mit der auffälligen Glatze alles andere als erfreut, Erics Stimme am Telefon zu vernehmen. Zwischen den Zeilen konnte man jedoch erkennen, wie sehr sie sich freute, die beiden Investigatoren erneut unterstützen zu können. Was fällt dir eigentlich ein, mich in meiner Mittagspause zu belästigen, du bleiches Schimmelgesicht? Aber ja, ich habe von dem Fall auch schon gehört. Das Ganze schlägt auf dem Präsidium gerade ganz schöne Wellen. Vor allem, weil es eine offensichtliche Verbindung gibt, da jedes Opfer einer anderen Ethnie angehört. Neben der Dame, der du helfen konntest, Mrs. Sanchez Rodriguez Rodriguez, hat es auch noch eine weiße Frau getroffen, Laura Jenkins. Und auch eine Japanerin namens Nanami Takahashi ist nach dem gleichen Muster attackiert worden. Leider haben wir keine weiteren Erkenntnisse als das, was du selbst erlebt hast oder das, was Westwood dich hat wissen lassen, Eric. Aber die Adressen und Fotos sind kein Problem. Ich schicke sie dir gleich in unserem verschlüsselten Chat. Wie immer, von mir hast du nichts, klar? Mein Name ist Hase. Danke, Bobby. Du bist die Beste. Dein Name ist Depp, sein Sohn. Und ja... Das weiß ich. Haltet mich auf dem Laufenden. Klar, machen wir, Bobby. Aber Freunde, spätestens jetzt müssen wir einfach mal sagen, ja, das fühlt sich schon wieder so an wie bei unserem letzten Fall. Drei Frauen, ungewöhnliche Umstände. Aber, und das ist wichtig zu betonen, das Setting scheint hier ein gänzlich anderes zu sein. Ich möchte da keine etwaigen Beschwerden von HörerInnen bekommen. Das ist alles unter der künstlerischen Freiheit abgedeckt. Genau, das kann einem auch wirklich keiner vorwerfen. Wir schreiben die Geschichten schließlich nicht und es wird auch noch einen Twist geben, der sich gewaschen hat. Also... Eric, Leo, vierte Wand? Schon gut. Ich bitte untertänigst um Vergebung. Entschuldigung. Moment noch. Ja, was denn, Bobby? Du sagtest, dass du gestern Abend im Anchor Bay Inn warst. Unterstehe dich dort die Tage nochmal aufzutauchen. Ich habe da heute und eventuell auch morgen ein Date und ich will unter keinen Umständen deine Schnauze sehen und mich in Grund und Boden schämen müssen, klar? Manchmal frage ich mich wirklich, was ich dir getan habe und vor allem, warum du uns dann in jeder Folge hilfst, Bobby. Oh Mann, Erzähler, sei doch nicht so pingelig. Aber ja, Bobby, geht klar. Ich halte mich vom Anchor Bay Inn fern, wenn es unbedingt sein muss. Wir haben ja sowieso noch Freibier im Westside Bunny's Adult Club. Also, goodbye. Als nur kurz später die Adressen und Fotos aller drei bisherigen Opfer in dem eigens für ihre Korrespondenz eingerichteten Chat aufploppten, nahmen die beiden Detektive ihre langen, beziehungsweise in Leos Fall überaus kurzen Beine in die Hand und saßen im Handumdrehen in Erics altem Fiat Uno. So schnell es ging, tuckerten sie erst ins nördlich gelegene Burbank, dann ins westlichere Glendale und noch weiter nach Pasadena. Ohne Klimaanlage oder Schiebedach und unter ständigem Stottern des leidgeprüften Motors, versteht sich. Wie Captain Westwood angedeutet hatte, verhielten sich die Opfer seltsam. Nicht nur sahen sie noch immer leichenblass aus, sie waren
eigenartig beschwingt und wirkten fast wie verliebt. Auch schienen sie keineswegs von den Vorkommnissen schockiert oder mental in Mitleidenschaft gezogen. Säuselnd hatten sie jede von Erics und Leos Fragen beantwortet. Als Gemeinsamkeit hatte sich neben einem besonders auffälligen Detail auch herausgestellt, dass alle drei Damen vor den Attacken Gäste im Anchor Bay Inn gewesen waren. Na, das war ja mal merkwürdig. Die waren ja auf einem ganz anderen Planeten. Meinst du, sie wurden unter irgendeine Droge gesetzt? Das glaube ich nicht, Leo. Ich meine, welche Droge hält dich über mehrere Tage high? Wenn du es rausfindest, sag Bescheid, da wäre ich nicht abgeneigt. Aber Spaß beiseite. Ich habe das ungute Gefühl, dass wir es hier wieder mit etwas Okkultem zu tun haben. Diese Verhaltensweisen sind absolut nicht normal. Und sind dir nicht auch ihre Hälse aufgefallen? Moment, du hast recht, Eric. Als wir bei Mrs. Jenkins waren, hatte ich diese beiden Einstiche an ihrem Hals wahrgenommen, aber nicht weiter darüber nachgedacht. Aber als ich dann die gleichen Male auch an Mrs. Takahashis Hals sah, dachte ich erst noch an einen komischen Zufall. Aber ja, jetzt wo du es sagst, auch Mrs. Sanchez Rodriguez hatte diese Wunden. Exakt. Dafür gibt's ein Sternchen ins Klassenbuch. Als ich Mrs. Sanchez Rodriguez gefunden hatte, lief Blut an ihrem Hals entlang. Durch ihre langen Haare und in der Dunkelheit hatte ich es nicht genau sehen können und dachte, das Blut käme aus ihrem Ohr. Aber Leo, das sind Bisswunden. Kombiniere. Oh, ich hasse es, das zu sagen, aber Eric, meinst du wirklich, dass hier so etwas wie ein Vampir sein Unwesen treibt? Naja, wir dürfen die Möglichkeit nicht ausschließen. Wir hatten es immerhin auch schon mit einer Hexe und einem Killer-Clown zu tun. Ja, und mit einer besessenen Katze. Weißt du noch? Letzte Woche bei Mrs. Miller. Die hatte Epilepsie, du Exorzist. Aber genau das, also ob es sich wirklich um einen Vampir handelt, wirst du jetzt herausfinden. Wir teilen uns auf. Ich gehe nochmal ins Anchor Bay und schaue, ob irgendwas Ungewöhnliches beobachtet wurde. Du gehst zu Madame Katinka. Wenn uns jemand mit diesem ganzen übernatürlichen Kram weiterhelfen kann, dann sie. Was? Wie? Ich soll zu Madame Katinka? Alleine? Ja, dich kennt im Anchor Bay niemand. Die werden dir da genau gar nichts erzählen. Und wenn ich das richtig sehe, sollten wir keine Zeit verlieren. Die Damen werden ja Schlag auf Schlag angegriffen. Glaub mir, ich würde auch lieber andersrum vorgehen. Vor allem, weil Bobby mich umbringen wird, wenn sie mich dort heute sieht. Oh, scheiße, Eric. Ich will nicht zu Katinka. Die ist gruselig. Und dort riecht es immer so komisch. Komisch? Das nennt man aphrodisierend, Leo. Also, Kopf hoch, Brust raus. Sie wird dich schon nicht zu hart rannehmen. Ich drucke mir eben noch die Bilder der drei Damen aus, die Bobby uns geschickt hat, und dann nichts wie los. Wir treffen uns morgen früh wieder im Büro und tragen die neuesten Erkenntnisse zusammen. Eric kam gerade rechtzeitig am Anchor Bay Inn an. Die einzige Bar im Umkreis, die noch eine schwingende Saloon-Tür ihr eigen nannte, lag direkt am Memorial Park in Santa Monica und, wie eingangs bereits erwähnt, unweit von Erics Bleibe entfernt. Der Schuppen, der irgendwas zwischen kultig abgeranzt und schmuddeligem Truckstop war, sollte in dieser Minute geöffnet werden. Der Inhaber, Conrad Polanski, war gerade im Begriff aufzuschließen. Polanski war mittleren Alters, vor langer Zeit aus Europa emigriert, freundlicher Natur und hatte schon immer eine Schwäche für die meist erzählerisch sehr ausgeschmückten Kriminalfälle seines Stammkunden Eric Iscariot. Dieser fing ihn gerade noch an der Tür ab. Conrad, gut, dass ich dich erwische. Hast du ein paar Minuten? Eric, du schon wieder hier? Du hast doch gestern schon genug gebechert. Willst du direkt ein Konterbier, was? Da sage ich nicht nein, aber eigentlich habe ich ein paar Fragen an dich. Ich arbeite gerade an einem Fall, der quasi hier seinen Anfang genommen hat. Mehrfach sogar, um genau zu sein. Hier in Anchor Bay? Kurva Match. Klar, ich helfe gern, aber komm erst mal rein. Die Schlüssel drehten in den mannigfaltigen Schlössern des Anchor Bay ihre Runden. Dann bat der freundliche Europäer Eric herein.
Als die Leuchtstoffröhren angegangen waren, konnte Eric erstmals erkennen, wie groß der sonst in dämmeriges Licht getauchte Raum eigentlich war. Überall standen abgenutzte Holzstühle und runde Tische herum, die schon einige Runden Fingerroulette erlebt haben mussten. Die Wände, an denen allerlei Tierschädel hingen, waren in dunkles Rot getaucht. Selbstverständlich gab es Dartscheiben und auch einen Billardtisch sowie Spielautomaten, die allesamt bereits bessere Tage gesehen hatten. Über der Tür hing natürlich ein gigantischer Anker, das Markenzeichen der alteingesessenen Kneipe. Nachdem Conrad die alte Jukebox angeschaltet, hinter der langen hölzernen Theke seinen Platz eingenommen und Eric eine Flasche seines Lieblingsbiers hingestellt hatte, warf er sein Barkeeper-Handtuch über die Schulter. Er verschränkte berufsbedingt die Arme vor der Brust und wandte sich seinem besten Kunden zu. Hier, nimm erst mal einen Schluck und dann schieß los. Worum geht es? Danke, Conrad. Also, in den letzten Tagen wurden drei Damen rund um die Bar auf die gleiche Weise angegriffen. Alle drei Ladies hielten sich zuvor im Anchor Bay auf. Hier, ich habe Fotos von den dreien. Erinnerst du dich noch an sie? Hast du vielleicht irgendwas beobachtet, was erwähnenswert wäre? Waren sie alleine hier? Haben sie sich ungewöhnlich verhalten? Oder hat irgendjemand Auffälliges sie angesprochen? Ja, ich erinnere mich an die Damen. Aber die waren, glaube ich, alle alleine hier. Naja, wenn man von den Stilzbürken absieht, die sie immer wieder erfolglos umgarnt oder ihnen Drinks ausgegeben haben. An ihnen selbst ist mir sonst nichts Ungewöhnliches aufgefallen. Allerdings haben wir in den letzten Tagen immer wieder einen besonderen Gast, der vorher nie aufgetaucht ist. Sein Erscheinen und der Beginn der Vorfälle könnte gut zueinander passen. Spann mich nicht auf die Folter. Sprich weiter. Okay, da ist dieser wirklich schräge Typ. So groß wie du. Ich würde sagen, auch so schlank, aber noch bleicher. Und ich dachte immer, das sei gar nicht möglich. Er ist ebenfalls immer schwarz gekleidet. Allerdings trägt er einen langen Ledermantel. Ein weißes Hemd mit Rüschenärmeln und hochgestelltem Kragen. Sieht irgendwie adelig aus. Und als wäre er im falschen Jahrhundert gelandet. Ein leicht androgyner hübscher Kerl mit langen, wasserstoffblonden Haaren. Vielleicht so Mitte, Ende 20. Er war auch gestern hier. Ist er dir denn nicht auch aufgefallen? Du weißt doch selbst am besten, wie viele Krawallbrausen ich mir gestern in die Rüstung georgelt habe. Da ging gar nichts mehr. Aber ja, das klingt in der Tat abgefahren. War es nur das Aussehen, das ihn komisch erscheinen ließ, oder war da noch mehr? Da war noch mehr. Er kommt immer nur nachts. Circa eine Stunde vor Ladenschluss. Er bestellt sich immer ein Glas Rotwein, bezahlt es direkt und setzt sich hinten bei den Toiletten an den letzten Tisch in die dunkelste Ecke. Irgendwann geht er einfach und taucht dann ein paar Tage später wieder auf. Ach ja, er lispelt sehr stark. Mehr kann ich dir aber leider nicht sagen. Okay, das hilft mir aber schon mal ein ganzes Stück weiter. Ich bin mir leider ziemlich sicher, dass da eine sehr konkrete Verbindung besteht. Danke, Conrad. Wenn dir noch etwas einfällt, ruf mich bitte an, ja? Klar, ich freue mich, wenn ich dich endlich mal bei einem Fall unterstützen kann. Hoffentlich könnt ihr das schnell aufklären. Für mich ist es auch nicht unbedingt die beste Werbung, wenn das die Runde macht. Als Leo zeitgleich zu den Geschehnissen im Anchor Bay Inn, den Laden der Wahrsagerin und nebenberuflichen Domina Madame Katinka in Venice Beach betrat, war ihm mulmig zumute. Anders als Eric, der sich zu der wuchtigen alten Dame auf seltsame Art hingezogen fühlte, breitete sich in dessen Assistenten hingegen eine kleine Panik aus. Schon alleine die Mischung aus Esoterik-Seminar und Sexshop jagte dem ohnehin eher ängstlichen Detektiv einen Schauer über den Rücken. Umgeben von Vogelkrallen, Voodoo-Puppen, Mistelzweigen, Handschellen, Baumwollseilen und Lederpeitschen nahm Leo ihr gegenüber an dem abgewetzten Holztisch Platz, auf dem wie schon beim letzten Mal klischeehaft eine Glaskugel stand, in deren Inneren eine kleine Rauchschwade geheimnisvoll waberte. Das heißt, er setzte sich erst, nachdem er ein,
Klistier sowie einen Doppeldildo angewidert mit zwei Fingern von seinem Stuhl entfernt hat. Anschließend berichtete der sichtlich entgeisterte Leo der Wahrsagerin alles, was die beiden bisher in Erfahrung bringen konnten. Im Hintergrund tönte dauerhaft ein nerviges, pseudomystisches Windspiel, um der Situation die nötige Tiefe zu verleihen. Oh nein, nicht das schon wieder. Jetzt fällt sie wieder in Trance. Unfug. Das war ein Ausruf des Erstaunens, du kleinwüchsiger Tölpel. Aber ich glaube, ihr seid hier etwas überaus Bösem auf der Spur. Das alles hört sich sehr nach Barasch-Teppisch an. Bara, was für ein Teppich? Barasch-Teppisch. Er ist ein Ur-Ur-Urgroßneffe von Vlad-Teppisch. Von Graf Dracula. Oh Gott. Ein großer, schlanker, wunderschöner Mann mit aschweißer Haut, gleißem, hellem, blondem, langem Haar und diese roten Lippen. Der dürfte auch mal bei mir... Entschuldige, ich war kurz abgelenkt. Und weiter? 1869 wurde er aus Transsilvanien vertrieben, nachdem seine Taten aufgeflogen waren. Er war zwar nicht so grausam wie sein entfernter Verwandter, hat aber dennoch unzählige Menschen geschändet und deren Blut getrunken. Seitdem treibt er sein Unwesen auch in anderen Ländern und Kontinenten. Er muss alle 10 Jahre innerhalb einer Woche das Blut von 4 Frauen verschiedener Ethnien zu sich nehmen, um seine Jugend und seine Unsterblichkeit zu bewahren. Bitte was? Von Frauen verschiedener Ethnien? Was ist das denn für ein sexistisch-rassistischer Mist? Beruhige dich. Du darfst nicht vergessen, aus welcher Zeit Vampire stammen. Damals war man noch nicht so weit. Grundsätzlich ist das natürlich egal, von wem er das Blut trinkt. Völlig gleich, ob von Mann, Frau, Schwarz, Weiß oder allem, was sich dazwischen oder daneben befinden mag. Aber Vampire schaffen sich solche Regeln selbst, um ihren Handlungen mehr Dramaturgie und Romantik zu verleihen. Wenn du mich fragst, sind sie nur an den Tantiemen für Roman- und Filmumsetzungen interessiert. Zudem sind sie aber auch etwas dumm und befolgen diese Regeln strikt. Es ist ein wenig so, erzähl eine Lüge oft genug und sie wird zur Wahrheit. Oh, und wie kann man einen Vampir am besten bekämpfen? Ich meine, gibt es da auch irgendwelche zur Wahrheit gewordenen Märchen? Weihwasser, Knilber oder Soblauch, Silber oder Knoblauch? Ja, das alles hilft, wenngleich Silbervampire eher nur etwas aufhält, anstatt sie wirklich zu stoppen. Abraham van Helsing war schließlich ein Mann der Wissenschaft. Und niedere Vampire kann ein guter Schluck Weihwasser oder ein ausgiebig gewürztes Knoblauchbaguette durchaus zur Strecke bringen. Aber das Einzige, womit sich ein echter Vampirfürst wie Teppisch für immer aus der Welt schaffen lässt, ist immer noch der gute alte Holzpflock durchs Herz. Holzpflock, okay. Danke, Madame Katinka. Sie haben uns sehr geholfen. Moment, wo gehen Sie denn hin? Warum schließen Sie denn jetzt die Tür? Du wolltest doch bei eurem letzten Abenteuer schon eine Session bei Herren, Katinka. Das holen wir jetzt nach. Ich werde dich erziehen und dir alles beibringen, was mein Diener wissen muss. Und danach kriegst du auch noch einen Gratis-Tipp von mir. Nein, auf gar keinen Fall. Sie verwechseln mich mit meinem Chef, Eric. Der wollte das. Oh, red dich nicht raus, du Wurm. Als ob ich dement wäre. Außerdem kann ich mich nicht erinnern, dir erlaubt zu haben, zu sprechen.
Sklave. Ausziehen. Und auf die Knie. Sofort. Eric! Die Schreie, die Leo Bernstein während dieser Session entfuhren, waren noch bis an den Strand vor Madame Katinkas Laden zu hören. Eines war aber sicher. Die herrische alte Frau hatte wirklich alle Register gezogen und ihm einen unvergesslichen Service angedeihen lassen. Nachdem die schwer verstörte Assistenz der Geschäftsleitung die Nacht daumenlutschend unter die Dusche gekauert zugebracht hatte, betrat Leo die Detektei am nächsten Morgen mit einem eher steifen Gang. Er vermied es tunlichst, sich zu setzen, und erzählte Eric angespannt, was ihm die Wahrsagerin berichtet hatte, nachdem dieser ihm von Konrad Polanskis Ausführungen erzählt hatte. Na, klasse. Das hatte ich befürchtet. Du meinst, dass wir es mit einem unglaublich attraktiven Vampir zu tun haben? Ja, genau das, Leo. Also pass auf, dass du dich nicht Hals über Kopf in ihn verliebst. Und setz dich doch mal hin. Du machst mich ja ganz unruhig. Hals über Kopf? Oh, wegen Vampir. Dein Humor wird wirklich immer unerträglicher, Eric. Und ich möchte lieber stehen. Tut mir auch mal ganz gut. So, tut dir auch mal ganz gut, ja? Schon klar. Erzähl keine Märchen, Leopold. Ich hab doch gesehen, wie du hier reingestackst gekommen bist. Du mal nicht einen unvergesslichen Abend in Venice hattest. Unvergesslich trifft es ganz gut. Diese Irre. Okay, mehr muss bzw. will ich gar nicht wissen. Aber schön, dass du auch mal etwas Spaß hattest. Spaß? Willst du mich verarschen, Eric? Dieses Monster hat mir mit Dingen wehgetan, von denen ich nicht einmal wusste, dass es sie gibt. Und sie hat mir auch noch haargenau erklärt, was es alles gibt. Von Keuschheitsgürteln über Dilatatoren, über Gärten und Paddles bis hin zu Boggern und Fleitschen. Ich weiß nicht immer, was davon ich schlimmer finde, das erlebt zu haben oder das alles jetzt zu wissen. Du meinst sicher Flogger und Peitschen, oder? Naja, immerhin hast du nicht nur den Hintern versohlt bekommen, sondern dabei auch noch was gelernt. Aber wir müssen unbedingt an unserer Ausrüstung arbeiten, Leo. In den Bosskampf mit Aradina sind wir ohne irgendwas reingeschlittert und hatten ein saumäßiges Glück. Dieses Mal bereiten wir uns besser vor. Dank Katinka wissen wir ja jetzt, was gegen so einen verdammten Blutsauger hilft. Also lass hören, MacGyverchen. Kannst du irgendeine Apparatur für einen Holzpflock bauen? Lass mich überlegen. Ja, klar. Wir haben hier einiges noch an Herspolz, Sperrholz rumliegen. Daraus lässt sich sicher eine Art Holzpflockpistole oder so bauen. Sollte auch nicht mal allzu lange dauern. Prächtig. Für Silber fehlt uns leider das Geld, aber ich ziehe mal los und besorge Knoblauch und Weihwasser. Während Leo aus der Detektei kurzerhand eine Schreinerei machte, fuhr Eric in seinem viel zu alten Auto zum nächsten Supermarkt. Als er einige Stunden später zurückkehrte, fand er Leo sowie sein Büro voller Holzspäne vor. Sein kleiner, dicklicher Assistent stand mit dem Rücken zu ihm gewandt da und zielte mit einer selbstgezimmerten Pistole auf die gegenüberliegende Wand, die um eine ramponierte Dartscheibe herum bereits einige holzpflockgroße Löcher aufwies. Du redest mit mir? Du laberst mich an? Wen haben wir denn da? Leo De Niro? Eric, da bist du ja endlich. Ich habe nur eben die Holzblockpistole ausprobiert. Ich war sogar noch mal kurz bei meiner Mom und konnte zwei silberne Kreuzer organisieren. Das hilft zwar nicht wirklich viel, aber doppelt hält besser. Wo warst du denn so lange? Das sehe ich, dass du die ausprobiert hast, Taxi Driver. Die Kosten für die Wand ziehe ich dir vom Gehalt ab, mein Freund. Aber super bezüglich der silbernen Kreuze. Die sind ja sogar richtig schön. Dann sollten wir ja ausgestattet sein. Knoblauch zu kriegen war übrigens kein Problem, wie du dir vorstellen kannst. Hier. Einen Super-Soaker für das Weihwasser hatte ich auch recht schnell.
Aber das Weihwasser selbst war schon etwas heikler. Sag nicht, du hast Weihwasser gestohlen. Was glaubst du denn, Leo? Entschuldigen Sie, Herr Pastor, mein kleiner Freund, der sich für Travis Bickle hält, und ich möchten gerne einen Vampir zur Strecke bringen. Könnten Sie mir wohl ein paar Liter Weihwasser ausleihen? Zum Beispiel? Mach dich nicht lächerlich. Der Vatikan selbst hat die Exorzistenstellen mittlerweile auf ein Minimum gekürzt, weil den Quatsch keiner mehr glaubt. Aber naja, ich habe mich jedenfalls während der Morgenmesse in die Sakristei geschlichen und konnte eines Sixpacks habhaft werden. Das sollte für einen Vampir hoffentlich reichen. Wie bitte? Ein Sixpack? Kein Scherz. Schau mal. Sogar mit Kronkorken. Hä? Holy Brew? Oh, ich glaub das alles nicht mehr. Ja, auf jeden Fall hat mich der dämliche Messdiener erwischt und festgehalten, bis der Gottesdienst vorbei war. Und dann durfte ich erstmal in den Beichtstuhl und dem Pastor einen vom Pferd erzählen. Ich habe ein bisschen verwirrt getan, bis er mich laufen ließ und meinte, besser, ich nehme das Weihwasser anstatt den Alkohol. Das kann doch alles nicht wahr sein. Jetzt hast du auch noch einen Pastor belogen. Wegen dir komme ich garantiert noch in die Hölle. So viel ist sicher. Ach, Leo, bei so vielen teuflischen Kreaturen, wie wir bald auf dem Gewissen haben werden, verdienen wir einen Platz direkt neben Jesus, mein Freund. Dass du von Katinka die dunkle Seite der Macht gezeigt bekommen hast, verschweigen wir dann bei Petrus einfach. Aber ich habe mir auf der Fahrt noch mal ein paar Gedanken zum Fall an sich gemacht und mir kam da ein wirklich sehr unschöner Verdacht. Und er wäre, dass Katinka mich heiraten und dann jede Nacht zu ihrem Lustsklaven machen will? Nein, du Trottel. Klingelt da nicht was bei dir? 4 Frauen verschiedener Ethnien. Es hat schon eine Weiße, eine Japanerin und eine Latina getroffen. Wenn wir jetzt einfach mal die Klischeekarte spielen, Leo. Was liegt wohl nahe, wen es als nächstes treffen könnte? Hä? Na, irgendeine 4. Frau? Woher sollen wir denn wissen, wen es treffen soll? Und überhaupt, du weißt genau, ich mache mir nichts aus Hautfarben und Ethnien. Im Herzen sind wir alle gleich. Ach, Leo, du süßer kleiner Weltverbesserer. Du hast zwar vollkommen recht mit dem, was du sagst, aber unser Vampirfürst aus dem falschen Jahrhundert ist da eben noch in einer sehr rückschrittlichen Denkweise gefangen. Boah, unglaublich. Aber zurück zum nächsten Opfer. Was fehlt denn da noch? Was noch fehlt, Leo, ist eine schwarze Frau. Und welche Frau, auf die das zutrifft und die wir nur zu gut kennen, hat heute Abend vermutlich ein Date im Anchor Bay Inn. Bobby! Na also, du bist wieder auf Spur. Auch wenn dir der Bürzel schmerzt. Oh Gott, wir müssen sie warnen, Eric! Ganz genau. Ich rufe sie sofort an. Sämtliche Versuche, Bobby telefonisch zu erreichen, schlugen fehl. Auch eine Vielzahl an Textnachrichten per Handy und ihrem privaten Internetchat blieb unbeantwortet. Bei den beiden Ermittlern machte sich eine gewisse Hektik breit. Eric, was tun wir nur? Bobby ist einfach nicht zu erreichen. Sie schwebt sicher schon in Lebensgefahr. Sicher wissen wir das nicht, aber es ist sehr gut möglich, ja. Die Puzzleteile passen alle zu gut zueinander. Nicht auszudenken, wenn Barasch Tepesch heute vielleicht sogar von seinem Muster abweicht und nicht nur in der dunkelsten Ecke wartet, dass jemand die Bar verlässt, die in sein Beuteschema fällt. Du meinst, dass der Vampir Bobby's Date, der Vampir Bobby's Date sein könnte? Genau das, Leo. Oh Gott. Wir müssen sofort ins Anchor Bay und nach dem Rechten sehen. Wenn es nicht schon zu spät ist. Bobby, wir retten dich! Schwing keine Reden, wir müssen los. Nach einer weiteren, länger als geplanten Fahrt in Erics Fiat Uno kamen die beiden Detektive an der Bar an. Das alte Auto musste unpassenderweise an 3 Ampeln unter Ächzen und Jaulen des Motors neu gestartet werden, was den Zeitdruck unserer beiden Helden, aber auch die Spannung für euch, liebe HörerInnen, immens erhöhte. Mit langen Ketten aus Knoblauchknollen um den Hals, an denen jeweils ein silbernes Kreuz hing, einem quietschbunten Weihwasser-Super-Soaker und einer behelfsmäßig zusammengeschraubten Holzpflockpistole bewaffnet, sahen Eric und Leo aus wie C-Klasse-Vampirjäger aus einem wenig erfolgreichen Comic. Vor allem Leo in seinem wie immer bunten Hawaii-Hemd und der knallgelben Shorts gab ein höchst absurdes Bild ab. In diesem Aufzug und fest entschlossen durchschritten die beiden die schwingende Saloontür des Anchor Bay Inn, in dem schon reger Betrieb herrschte, und verhielten sich auffällig unauffällig. Siehst du Bobby irgendwo? Da, an dem Zweiertisch. Die Glänzeglatze erkenne ich überall. Schnell, hinter den Zigarettenautomaten, sonst sieht sie uns. Also, Liolas, was sieht dein 120-prozentiges Elbenauge?
Erkennst du, wer hier gegenüber sitzt? Ja, ja, ihr Gegenüber ist groß, schlank, mit schwarzem alten Mantel, hochgestellten Kragen, langem blondem Haar. Und das, was ich vom Gesicht erkennen kann, ist wunderschön. Eric, das ist ja wirklich Barasch Tepish. Bist du dir da wirklich sicher, du lebendes Fernglas? Ich bin mir absolut sicher. Meine Augen trügen mich nicht, das muss er sein. Er sieht genauso aus, wie Katinka und Conrad ihn beschrieben haben. Na dann los, mein kleiner Vampirkiller. Lass uns einen verdammten Vampir killen. Entschlossen bewegten sich Eric und Leo auf den Tisch zu, an dem Bobby und ihr Date saßen. Durch die Musik im Hintergrund und ihre beinahe zeitlupenartigen Bewegungen hatte die Szene etwas durchaus Episches. Einige Schritte vor dem Tisch griffen beide in ihre Hosenbünde, zogen ihre überaus lächerlich anmutenden Waffen hervor und zielten direkt auf den Hinterkopf von Bobbys Begleitung. Diese starrte sie mit riesigen Augen konsterniert an. In der Bar wurde es mucksmäuschenstill. Eric? Leo? Was zum verdammten Henker soll... Bobby, bring dich in Sicherheit! Und du? Umdrehen! Jetzt trittst du deinem Schöpfer gegenüber, du blutarmes Mistvieh! Keine Faxen jetzt, dreckiger Vampir! Die Gestalt drehte sich um. Bobbys Begleitung war alles andere als ein ausgehungerter, uralter, wenn auch ansehnlicher Vampir. Connie Smith war eine hochgewachsene, schöne, schlanke Frau mit durchaus gesundem Teint, vollen roten Lippen und einem unglaublichen Wimpernschlag. In diesem Moment allerdings wich ihr ohnehin schon arroganter Ausdruck einem überaus wütenden Blick. Was habt denn ihr beiden Witzfiguren für einen Auftrag? Und Bobby, gehören die etwa zu dir? Conny, das tut mir unendlich leid. Eric, ich hasse dich. Hast du am Blitz geleckt? Was soll der Scheiß? Autsch, das war ein Griff ins Klo. Sorry, Bobby Süße, aber das ist mir zu blöd. Was kennst du denn für Freaks? Moment, wir können das erklären. Na, da bin ich aber mal gespannt. Und ich erst. Also, Leo, lass mich das besser übernehmen. Hier treibt ein jahrhundertealter Vampir sein Unwesen. Ein entfernter Verwandter von Graf Dracula. Oh, und er hat schon 3 Frauen angegriffen und mit seinen spitzen Fangzähnen das Blut aus ihren Hälsen getrunken. Von hinten sahen sie ihm halt zum Verwechseln ähnlich und dann... Das ist ja wohl die Höhe! Oh Mann, Leo. Noch mehr mit der Bratpfanne gegen dich, oder? Ich muss draußen das Schild Titty Twister übersehen haben, als wir hier reingegangen sind. Euch wünsche ich viel Spaß beim From Dusk Till Dawn spielen, aber ich bin raus. Was für ein Kindergarten. Dazu sage ich jetzt mal nichts, auch wenn mir ein durchaus passender Konter einfallen würde. Mit einer schallenden Ohrfeige, die Eric beinahe zu Boden streckte, rauschte Conny ab. Für einen Moment war es noch totenstill in der Bar. Nur das Schwingen der Saloontür war zu vernehmen. Dann riss die wütende Bobby, deren Hass den gesamten Raum zu erfüllen schien, dem verdutzten Leo die Holzpflockpistole aus der Hand und fuchtelte den beiden Detektiven damit stinksauer vor der Nase herum. Sie stieß dabei Flüche aus, für die man in anderen popkulturellen Universen direkt ins Zauberergefängnis Azkaban gebracht worden wäre und sogar den gestandenen Barkeeper Conrad Polanski hinter seinem Tresen erschaudern ließen. Immer noch ihrem Unmut lauthals Luft machend, steckte sie die improvisierte Waffe ein und verschwand ebenfalls in die Nacht, während sich unsere beiden Helden unter dem Gelächter der anderen Gäste wie begossene Pudel an den frei gewordenen Tisch setzten, um Kriegsrat zu halten. Oh Gott, Eric, ist das peinlich. Die arme Bobby, wie konnte ich mich nur so täuschen? Und ich behaupte noch felsenfest überzeugt, dass es Tepish sein muss. So viel zu meiner Auffassungsgabe. Naja, wie groß waren die Chancen, dass in dieser Situation an diesem Tisch so eine Furie sitzt? Ich wusste ja nicht mal, dass Bobby auf Frauen steht, sonst hätten wir hier durchaus entspannter reinspazieren können. Und 120% Sehkraft hin oder her. Von hinten sah Conny ja wirklich aus wie dieser Blutsauger. Danke, aber was machen wir denn jetzt? Meine Holzblockpistole hat Bobby auch noch konfisziert. Wenn Barasch Tepish wirklich auftaucht, haben wir ihm nicht mehr allzu viel entgegenzusetzen. Ja, wirklich großer Mist. Da kommt Conrad. Hoffentlich schmeißt er uns jetzt nicht auch noch raus. Danke dafür.
Auch wenn wir gerade zwei Gäste vergraut haben, war das eine wirklich unterhaltsame Nummer. Endlich mal wieder etwas Leben in der Bude. Was darf ich meinen beiden Vampirjägern denn bringen? Zwei Bier bitte, Konrad. Ich hätte lieber ein Virgin Colada. Natürlich willst du das. Also, zwei Bier und ein Virgin Colada bitte. Kommt sofort. Und dann würde ich gerne aufgeklärt werden, was hier wirklich abgeht. Während der immer noch etwas geknickte Leo seinen sehr sommerlichen Cocktail mit Zuckerrand und Schirmchen durch einen langen Strohhalm schlürfte, erklärte Eric dem Besitzer des Anchor Bay Inn die Lage. Allerdings deutlich detaillierter und sachlicher, als Leo es bei Conny versucht hatte. Kurva March, ihr wollt mich durchverscheißern! Glaub mir, Conrad, mir wär's lieber, wenn es so wäre. Erst letzten Monat hat Leo eine wahrhaftige Hexe und ihren Diener am Jahrmarkt hier in Venice in die Luft sprengen müssen. Eric, warum erzählst du ihm das? Und außerdem war das Notwehr. Davon habe ich in den Nachrichten gehört. Das wart ihr? Und das war eine echte Hexe? Kurva! Ja, aber halt bloß die Klappe. Westwood zu erklären, was da los war, dürfte so ziemlich unmöglich sein. Der hält uns glatt für noch verrückter, als er es ohnehin schon tut. Ja, allerdings. Der Dupek ist ja sowieso nicht gut, auf dich zu sprechen. Aber okay, ich helfe euch natürlich. Erstens muss ich den Ruf meines Ladens wahren und zweitens kann ich zu einem Abenteuer einfach nicht Nein sagen. Seit ich von Europa nach Los Angeles gekommen bin, ist mein Leben irgendwie ruhiger geworden. Ob man es glaubt oder nicht. Außerdem wollte ich dir schon immer bei einem deiner Fälle helfen. Also ja, Operation Tanz der Vampire kann beginnen. Super, danke Conrad. Ich würde sagen, du behältst von der Bar aus alles im Blick. Ich postiere mich da drüben. Da habe ich einen guten Blick auf den Stammtisch des Vampirs. Leo, du setzt dich dorthin. Du kannst im Falle des Falles den Ausgang blockieren. Wir warten, bis er die Bar wieder verlassen will. Dann greifen wir zu. Na toll, ich bin mal wieder das Bauernopfer. Als Assistenz der Geschäftsleitung bleibt ja sowieso immer die Drecksarbeit an mir hängen. Aber ich finde mich so langsam damit ab. Hier, an meinem Schweizer Taschenmesser ist noch eine Trillerpfeife. Wenn du mir das Zeichen gibst, dann blase ich damit zum Angriff und wir erledigen ihn. Welches Schweizer Taschenmesser hat eine Trillerpfeife? Na, meins. Frag einfach nicht, Conrad. Frag einfach nicht. Während im Anchor Bay Inn wieder alles seinen gewohnten Gang nahm und die drei Vampirjäger ihre Posten eingenommen hatten, dauerte es nicht lange, bis sich die Saloontür der Bar erneut öffnete. Herein trat Barash Tepish, groß, schlank und mit einer unglaublichen Aura, die den gesamten Raum erfüllte. Es war so, als würde er immer im Schatten laufen. Bei jedem Schritt, den er auf das Licht zumachte, dachte man, man würde gleich sein Gesicht sehen. Falsch gedacht. So, als würde sich das Licht dimmen. Nur für ihn. Na, fühlt ihr euch an Desperado aus dem Jahr 1995 erinnert? So ungefähr lief es jedenfalls ab. Und genau so war die Atmosphäre in diesem Moment. Sie hielt allerdings nur so lange an, bis der Vampir an der Bar angekommen war und seine Bestellung aufgab. Das starke Lispeln stand in einem doch sehr krassen Kontrast zu seiner eindrucksvollen Erscheinung. Ein großes Glas von Ihrem besten Rotwein, Mr. Polanski. Außerdem ein paar Erdnüsse, bitte. Mir ist heute nach Feiern. Ein großes Glas Rotwein. Wie immer, Fremder. Die Feiernüsschen gehen heute aufs Haus. Setzen Sie sich doch schon mal an Ihren Stammplatz. Ich komme dann sofort und bringe Ihnen alles. Mein Dank ist Ihnen gewiss, Polanski. Hier, Ihre $6. Nachdem Konrad Polanski seinen Gast bewirtet hatte und er ständig unbeholfene Kopfbewegungen in Richtung Eric und Leo machte, die diese nach dem 5. Mal augenrollend und zustimmend quittiert hatten, war Warten angesagt. Als sich der Laden geleert und sich zuletzt eine schwarze Frau durch die Saloontür verabschiedet hatte, beobachteten sie, wie Barash Tepish sein Glas mit einem beherzten Schluck leerte. Dann stand der großgewachsene Vampir auf. Er war wirklich ein Bild von einem Mann des viktorianischen Zeitalters. Die Spannung war zum Zerreißen.
In diesem Moment nickte Eric seinem Assistenten zu. Leo blies mit seiner Taschenmesser-Trillerpfeife zum Angriff. Barasch Teppisch schaute wie die Kuh, wenn's blitzt. Zu dritt stürmten sie auf den Vampir los. Operation Tanz der Vampire war in vollem Gange. Dich tritt ich um! Was zum? Ich habe seine Beine! Und ich halte seine Arme fest. Was wollt ihr von mir, ihr wahnsinnigen Schnauze, Daffy Duck? Wow, toller Schlag, Eric. Mitten ins Gesicht. Kurwa, der macht erstmal nichts mehr. Gute Arbeit, Männer. Was machen wir jetzt mit ihm? Sicher nicht so liegen lassen. Wir müssen ihn erstmal wegschaffen. Nicht, dass hier noch irgendjemand auftaucht und wir in einen noch größeren Schlamassel geraten. Wir haben ohnehin riesiges Glück, dass die Bar jetzt schon komplett leer ist. Direkt neben den Toiletten ist mein Büro. Schnell! Das wäre geschafft. Hast du was zum Fesseln hier, Konrad? Ich habe Klebeband. Hier! Wenn wir davon genug verwenden, sollte es halten, oder? Könnt ihr bitte etwas schneller machen? Ich habe echt keine Lust, dass dieses Monster wieder zu sich kommt. Und Eric, ich kenne mich ja jetzt mit Fesseln aus, wenn auch unfreiwillig. Schau bloß, dass du ihn eng genug verschnürst, nicht, dass er sich wieder befreien kann. Ja, ich mache ja schon. Haltet ihn einfach gut fest. Ich klebe erstmal seine Hände zusammen. So. Das wäre schon mal geschafft. Jetzt seine Beine. Ja, fertig. Das habe ich aber auch schon besser erlebt. Gesehen. Naja, halten wird es wohl. Aber was nun? Ich meine, was machen wir jetzt? Sauber. Eine Nacht bei Madame Katinka und du hältst dich für Leo Houdini. Es wird schon halten jetzt. Mach dir mal keine Sorgen, ja? Aber ich weiß auch nicht, was wir jetzt mit ihm machen. Wir könnten ihm mit den Kreuzen lustige Muster ins Gesicht brennen oder ihm eine Weihwasserdusche geben, aber eigentlich bräuchten wir jetzt deine Holzpflockpistole. Mist, warum musste Bobby ausgerechnet die mitnehmen? Konrad, hast du irgendwas aus Holz hier, das ich schnell anspitzen kann? Ein Buhlstein, Stuhlbein oder sowas in der Art? Ja, das könnte funktionieren. Moment, ich... Kurva Marsch! In diesem Moment erwachte Barasch Teppisch aus seinem kurzzeitigen Delirium. Wer bei Vampirlektüre über die letzten Jahrzehnte aufgepasst hat, weiß, welch übermenschliche Kraft diese Geschöpfe entwickeln können. Da stellt etwas Billigklebeband aus dem Discounter nebenan, das, wie von Leo zu Recht angemerkt, auch nicht gerade fachmännisch angebracht worden war, kein großes Hindernis dar. Mit einem Ruck und einem darauffolgenden Rundumschlag hatte sich der Blutsauger befreit. Dabei hatte er den Barbesitzer direkt außer Gefecht gesetzt. Nun stand die Kreatur in dem kleinen Raum vor einem ziemlich eingeschüchterten Leo, einem seine Angst durch Überheblichkeit überspielenden Eric, und versperrte den einzigen Fluchtweg. Kretas, glaubt ihr wirklich, dass ihr mich einfach so beseitigen könnt? Wir haben dich durchschaut, Teppisch. Du hast in den letzten Tagen drei Frauen ausgesaugt, die nun alle nicht mehr wissen, wo oben und unten ist. Und heute wolltest du eine weitere Frau beißen, nur um dein lächerliches Dasein als Nachtschattengewächs um weitere 10 Jahre zu verlängern. Aber nicht mit uns, Kollege! Sehr richtig. Und ihr drei Missgestalten wollt mich aufhalten? Das ist ja geradezu putzig. Ihr wisst wohl nicht, mit wem ihr es zu tun habt. Oh doch, das wissen wir sehr genau. Bis hierhin haben wir es immerhin schon geschafft. Und überhaupt... Wie dumm kann man in so hohem Alter eigentlich sein und immer noch glauben, dass es nur Frauen sein müssen, die man aussaugen muss? Wo ist denn da die Gleichberechtigung? Das ist alles Quatsch! Und dann diese Sache mit den verschiedenen Ethnien. Das ist hochgradig rassistisch, mein Lieber. Blut ist Blut. Du kannst quasi jedes Geschlecht, jede Ethnie nehmen. Es ist vollkommen egal. Sogar wir würden reichen. Am Ende geht es nur darum, dass du einen Menschen aussaugst. Oh. Das war jetzt dumm, oder? Oh Mann, Leo. Als ob ich das nicht wüsste. Kurzer Hinweis. Barasch Teppisch wusste es wirklich nicht. Aber da Vampire eine durchaus stolze Rasse der Zwischenwelt sind,
konnte er das nicht zugeben. Aber zurück zur Action. Denn was dann passierte, sprengt... Was? Wirklich jede Vorstellungskraft? Regie? Regie, hallo? Ja, Jan, what's up? Gibt es ein Problem? Was dann passierte, sprengt wirklich jede Vorstellungskraft. Ist das euer Ernst? So einen billigen Clickbait-Miss spreche ich ganz sicher nicht ein, Mathilda. Wir haben das Skript so bekommen, Jan. Da können wir nichts changen. Der Autor ist super pingelig. Jeder Take genau nach Skript, sonst klagt er wieder. Sorry, Jan. Wirklich unglaublich hier. Wenn das Finanzamt nicht so reingeschissen hätte, würde ich direkt meinen Hut nehmen. Spricht der Axel Milberg eigentlich noch bei den drei Fragezeichen? Dann frag doch einfach den. Jan, bitte. Ich fühle dich da total. Aber kannst du es uns einfach nochmal professionell geben? Bitte. Der Flow war funky. Du bist super, Darling. Danke. Ich hasse mein Leben. Nur weil du es bist, Mathilda. Also. Aber da Vampire eine durchaus stolze Rasse der Zwischenwelt sind, konnte er das nicht zugeben. Aber zurück zur Action. Denn was dann passierte, sprengt wirklich jede Vorstellungskraft. Stimmt. Natürlich kann ich auch euch aussaugen. Drei Menschen sind schließlich besser als nur einer. Glaube ich. Mit dir, Dickerchen, fange ich an. Siehst verflixt lecker aus. Du kriegst als erstes meine Zähne in deine saftigen Halsvenen versenkt. Eric, tu doch was! Das ist mein Dickerchen. Lass ihn in Ruhe. Pass bloß auf, ich hab den schwarzen Gürtel in Telekinese. Entschuldige, bitte was? Wie war das? Brautkleid bleibt Brautkleid und Blaukraut bleibt Blaukraut. Ja, genau. Brautkleid bleibt Brautkleid und Blaukraut bleibt Blaukraut. Brautkleid bleibt Brautkleid und Blaukraut bleibt Blaukraut. Warum passiert denn nichts? Was ist denn los? Sei still, du langes Dreckgespenst. Ja! Ich habe jetzt genug von deinem Unsinn. Komm her, du kleines buntes Pummelchen. Es wird dir gut tun. Das verspreche ich dir. Ja. Ah, ja. Nein! In diesem Moment flog die Tür von Konrad Polanskis Büro mit großer Wucht auf und schleuderte den unvorbereiteten Vampir, der sich gerade an Leos Hals zu schaffen machen wollte, zu Boden. In der Tür stand Bobby. Sie zielte mit der Holzpflockpistole direkt auf Barash Tepeshs Oberkörper. Von hinten, oben, links, also halt irgendwo dorthin, wo sich das Herz normalerweise befindet. Bobby, Gott sei Dank! Schieß, Bobby, schieß! Nimm das, Fledermaus! Mein Herz! Verdammt, seist du Lampe! Puh, das war wirklich in allerletzter Sekunde. Sonst wären Leo, Conrad und ich bald verliebt säuselndes Gemüse gewesen. Danke, Bobby. Und klasse Schuss. Direkt von hinten durchs Herz. Es hat sich ausgeschlürft, Graf Dacula. Gelernt ist gelernt. Ja, vielen Dank, Bobby. Du hast uns gerettet. Aber was machst du hier? Du bist vorhin so wütend abgehauen und wir waren sicher, du würdest versuchen, noch einmal mit Conny zu sprechen. Das habe ich auch. Und es hat sich herausgestellt, dass sie eine ziemlich arrogante und eingebildete Tussi ist. Sowas brauche ich sicher nicht in meinem Leben. Daher muss ich euch fast noch dankbar sein. Sonst wäre der Abend wohl anders verlaufen. Ja, Humor hatte die wirklich so gar keinen. Aber warum bist du zurückgekommen? Mir ist die Fallakte wieder eingefallen. Beziehungsweise eher die Fallnummer. Was soll mit der sein, Bobby? Habt ihr nicht bemerkt, dass sie in Leetspeak geschrieben ist? Also, dass einige Buchstaben durch Zahlen ersetzt wurden? Da steht doch ganz klar Vampir, wenn man die Bindestriche weglässt und die 4 als A und die 1 als I liest. Du hast recht. Verdammt! Ihr habt also jemanden im Revier, der Bescheid wusste und einen anonymen Hinweis geben wollte? Ach, Quatsch. Jetzt bitte nicht den Aluhut aufziehen und Verschwörungstheorien ausdenken, Leo. Vermutlich hat Shelley aus der Forensik bei der Erstellung der Akte auf den Fotos die Punkte am Hals entdeckt und deshalb aus Spaß den Fall so benannt. Würde ich der kleinen Nordbraut durchaus zutrauen.
Naja, egal. Nachdem mir das aufgefallen war, habe ich mir auch noch einmal durch den Kopf gehen lassen, was ihr mir erzählt habt. In meiner Wut auf euch hatte ich das alles erst einmal als Spinnerei abgetan. Aber dass das Übernatürliche auch in L.A. seine Kreise zieht, wissen wir ja seit kurzem nur zu gut. Also dachte ich, bevor ihr in irgendwelche Schwierigkeiten kommt, schaue ich lieber nochmal vorbei und bringe euch zumindest euer Holzspielzeug zurück. Als ich hier niemanden vorfand und aus dem Büro das Gepolter und diesen Kollegen hier schwadronieren hörte, war klar, dass ihr schon bis über beide Ohren in der Bredouille steckt. Dafür gehört ihr echt eine Auszeichnung verliehen, Bobby. Hände dahin, wo ich sie sehen kann. Moment, was zum Geier ist hier los? McQueen, was machen Sie denn hier? Westwood, wir können das erklären. Also, ich hoffe, dass wir das können. Das hoffe ich auch, Iscariot. Ich sehe hier einen bewusstlosen Barkeeper, einen augenscheinlich toten Adligen mit einem Stück Holz im Rücken, meine beste Mitarbeiterin und Sie beide. Auf die Geschichte bin ich mehr als gespannt. Captain, ob Sie es glauben oder nicht, der Holzpflock steckt in einem Vampir. Einem echten Vampir. Er wollte gerade Mr. Bernsteins Blut trinken, als ich den Raum betreten habe. Veräppeln Sie mich bitte nicht auch noch, McQueen, ja? Reicht schon, dass ich mich mit diesen beiden Schwachmaten Moment, was passiert da? Just in diesem Moment löste sich der leblose Körper von Barash Tepish in einen Haufen Asche auf. Der Holzpflock, der gerade noch in seinem Rücken gesteckt hatte, fiel mit einem dumpfen Geräusch zu Boden. Captain Westwood musste sich mehrmals die Augen reiben, bevor er wieder aufnahmefähig war. Dann berichteten Eric, Leo, Bobby und der mittlerweile wieder erwachte Conrad Polanski, was sich in den letzten Stunden ereignet hatte. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte, würde ich sie alle vier noch heute Nacht in die Zelle stecken und morgen dem Haftrichter vorführen. Das können Sie mir glauben. Aber so sind alle Beweise für ein etwaiges Verbrechen vernichtet. Und für ein gemütliches Beisammensein mit Knoblauch, Wasserpistole und was sie dann noch alles mit sich führen, kann ich sie nicht belangen. Und wenn ich es recht überlege, diese mysteriöse Sache neulich am Jahrmarkt, jetzt könnte ich meine Hand dafür ins Feuer legen, dass sie da auch irgendwie ihre Finger im Spiel hat, Iscariot. Aber ich kriege sie noch dran. Darauf können sie sich verlassen. Na, na, Captain. Jetzt mal nicht so undankbar, okay? Wir haben einerseits Ihren Fall gelöst, ohne dass Sie mehr als zwei Finger rühren mussten und sind sogar noch als Exekutive in Kraft getreten. Dank uns können die Bürger von L.A. wieder ruhig schlafen. Ich finde, da könnte man doch etwas mehr Dankbarkeit erwarten. Wenn nicht sogar einen Zeitungsartikel, inklusive Orden, vor Kameras, überreicht von Ihnen, Sie großkotziger Tyrann. Eric! Jetzt kriegen Sie mal kein Oberwasser, Iscariot. Das hier, das bleibt unser kleines Geheimnis. Dass es hier zukünftig nicht von FBI-Trotteln wimmeln soll, darauf können wir uns sicherlich ausnahmsweise einmal einigen, nehme ich an. Ist gebonkt, Captain. Aber regen Sie sich nicht auf. Conrad macht Ihnen sicher gerne einen schönen Milchshake. Dann können wir auch noch in Ruhe klären, was Sie eigentlich hierher verschlagen hat. Ich meine, Ihr Auftauchen war ja doch recht plötzlich und unerwartet. Ich wüsste zwar nicht, was es Sie angeht, warum ich hier bin, aber wenn ich mir dann nicht noch mehr von Ihrem Stuss anhören muss, will ich es Ihnen erklären. Mir ist es tatsächlich völlig egal, Captain, aber ich denke, unseren HörerInnen sind wir diese Info doch noch schuldig. Eric, es reicht. Noch einmal und du kannst dir einen anderen Erzähler suchen. Dieses Chaos macht nicht mal der Milberg mit. Heute wieder extrem dünnhäutig, was? Aber ja, ich bin ja schon still. Wollen Sie alle die Geschichte nun hören oder nicht? Erzählen Sie einfach endlich. Ja, bitte. Sprechen Sie dabei. Wir sind ganz Ohr, Captain. Wenn es sein muss. Das reinste Irrenhaus hier. Also, die letzte Dame, die hier die Bar verlassen hat, hat kurz danach vom Parkplatz aus gehört, dass hier drin auf einmal die Hölle losgebrochen schien. Sie selbst wollte nicht noch einmal hinein, aus Angst in irgendetwas hineingezogen zu werden. Daraufhin hat sie auf der Wache angerufen, irgendetwas von einer Trillerpfeife und Kampfschreien gestammelt und von zwei Idioten, die sich als Vampirjäger verkleidet und kurz zuvor ein Paar bei einer Verabredung gestört haben sollen. Da ich ohnehin gerade auf dem Heimweg war und das Anchor Bay auf der Strecke liegt, habe ich mich der Sache angenommen.
Ihr Glück, Iscariot. Wenn hier eine Streife aufgetaucht wäre und gesehen hätte, was ich gesehen habe. Sie können sich vorstellen, was dann passiert wäre. Chef, Ihr Blutdruck. Ich glaube, Blutdruck ist sein geringstes Problem, Bobby. Aber Captain Großkotz, drücken Ihnen nicht langsam wieder Ihre reizenden 4 Buchstaben? Sie wirken etwas unentspannt. Eric! Ich verachte Sie zutiefst, Iscariot. Ich hoffe, das wissen Sie. Aber, Mr. Polensky, wo finde ich denn hier Ihre sanitären Anlagen? Gleich nebenan. Raus, dann rechts. Danke. Und McQueen, über Ihre Beteiligung an dieser Scharade sprechen wir morgen. Jetzt muss ich aber wirklich mal ganz schnell wohin. Lassen Sie den Donnerbalken krachen, Westwood. Eric! Und wieder ein Fall, den wir als vollen Erfolg verbuchen können. Aber Eric? Ja, Leo? Ich hab's dir von Anfang an gesagt. Kein offizieller Auftrag, keine Bezahlung. Ja, da hast du leider recht, aber hey, wir haben Westwood den Fall weggeschnappt und ihn gelöst. Also, mir reicht das. Genugtuung zahlt aber keine Rechnung, Chef. Vor allem nicht mein Gehalt. Vielleicht sollte ich tatsächlich die Rolle des Buchhalters einnehmen. Sonst sehe ich uns am Quartalsende wieder entlaufene Katzen fangen, um die Inkassomahnung abzuwenden. Ich weiß, Leo. Das ändert sich sicher auch bald wieder. Versprochen. Übrigens, was mich ja wirklich noch interessieren würde. Warum hat meine Telekinesegabe heute nicht funktioniert? Das muss ich wohl in der Aufregung vergessen haben, dir zu sagen. Madame Katinka hatte mir nach unserem Treffen noch einen Tipp gegeben. Ach ja? Dann lass mal hören. Ja, und zwar, dass du jedes Mal, wenn du die Gabe einsetzen willst, einen anderen Zungenbrecher benutzen musst. Schuldi. Fass ich diesen Typen? Du bist echt die Wucht in Tüten, Leo. Das hätte uns allen fast das Leben gekostet. Hört auf zu streiten, ihr beiden. Wir haben ja alle überlebt. Und Conrad bringt gerade Drinks. Hier, meine lieben Freunde, erst einmal was zum Anstoßen. Sehr aufmerksam, Conrad. Danke dir. Wisst ihr, das war ein verdammt schönes Abenteuer. So viel Spaß hatte ich nicht mehr, seit wir meinen Nachbarn damals so abgefüllt haben, dass er mit seiner eigenen Schwester ins Bett gesprungen ist. Junge, hat seine Mutter ihn danach verdroschen. Den hat man kaum noch erkannt. Also hört mal, ich will mich wirklich bei euch bedanken. Womit könnte ich euch denn eine Freude machen? Was hältst du denn von lebenslangen Freigetränken in deiner Bar? Das hat in einem anderen Etablissement auch schon super geklappt. Hervorragende Idee. Das machen wir so. Aber nur für alkoholfreie Getränke. Sonst kann ich bei deinem Konsum ja in einer Woche den Laden dicht machen. Juhu! Virgin Coladas bis zum Umfallen, Baby! Ach, Leo, du bist echt eine Marke für sich. Nostrovje! Prost! Du hörtest Eric Iscariot, Folge 2, Aktenzeichen Vampir. Idee, Geschichte, Casting, Regie, Schnitt und Produktion Markus M.J. Jakob. Titelmelodie Sascha Dörr, Saschisch Entertainment. Jingles und Effekte Public Domain. Es sprachen Erzähler, das bin ja ich. Jan Abraham. Eric Iscariot. Markus M.J. Jakob. Leopold Leo Bernstein. David Bayer. Roberta Bobby McQueen. Melle Teich. Captain Jeremiah Westwood. Lars Eichstädt. Madame Katinka.
Tina Wolf, Baras Tepisch, Thomas Söcker, Konrad Polanski, Henning Lübecke, Conny Smith, Henriette Schröers, Regisseurin Mathilda Jäger, Maria Arato. Ein großer Dank geht an das hör-talk.de Forum und das wundervolle Sprecherensemble. Außerdem vielen Dank an Markus Buchi-Buchfing und David Bayer für ihre Argus-Ohren und Manuela Dieringer für das Marketing. Du willst mehr über Eric Iscariot erfahren und immer auf dem Laufenden bleiben? Dann besuch unsere Detektei unter ericiscariot.powerrabbit.de oder auf Social Media unter @eric.iscariot. Mehr okkult-komischen Wahnsinn erfährst du außerdem im offiziellen Eric Iscariot Podcast Kriminalkaimane mit Buchi und MJ, auch im Videoformat auf YouTube.